Und somit herzlich willkommen zurück zu Monster Energy Supercross 4. Wir wollten ja, bevor wir hier loslegen, nochmal hier in die Fähigkeiten reinschauen. So, jetzt erstmal so ein bisschen die Frage, wo wir am besten zuerst reingehen. Ich habe zum Beispiel die Frage: Motorradkontrolle, hier haben wir Ausführungsgeschwindigkeit von Whips, Drehgeschwindigkeit, verbesserte Fähigkeit, den Aufprall bei der Landung abzufedern. Das hört sich schon mal gut an, aber ich würde erstmal hier in die Kurven reingehen, oder? Verbessert die maximal mögliche Kurve, erhöht den maximalen Grad der Drehung in überhöhten Kurven. Würde ich erstmal hier reingehen, oder? Wie viele Punkte haben wir dann? 14? Das heißt, wir können hier eigentlich alles mal voll machen. Dann ist eben die Frage: erhöhte Bremskraft, erhöht den maximalen Grad der Drehung während des Bremsens in der Kurve. In der Kurve sollten wir jetzt eigentlich nicht so viel krass bremsen. Das heißt, machen wir hier noch den Aufprall so ein bisschen rein und dann sind eigentlich die Punkte auch schon so ein bisschen weg. Vorerst. So, alles klar. Dann schauen wir mal hier rein. Was geht denn hier noch? Wir haben eigentlich hier mal mit den Sprüngen angefangen, obwohl das gar nicht so gut lief. Also hier 99%, okay. Aber da haben wir auch, glaube ich, nochmal wiederholt. Dann bin ich so ein bisschen reingekommen. Jetzt fangen wir wieder von ganz vorne an. Wieder ein paar Tage Pause gehabt. Dann wird das erste Mal, glaube ich, wieder katastrophal. Schau mal. Ich finde das halt so mies, weil er hier so in der Kurve startet. Das ist übel. Das Problem ist eigentlich, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so krass auf die Entfernung geht, sondern eher, dass wir hier in der Mitte sind. Vielleicht die Landung auch. Alter, habe ich es gerade richtig gesehen? 52%? 53! Wir hatten ja, bevor wir eben angefangen haben, haben wir 51 gehabt. Yay. Ich finde den Start ein bisschen kacke. Hier so aus der Kurve raus. Und jetzt sind wir eh voll daneben. Wie wir da auf das Grüne kommen. Hier fahre ich auch. Oder fliege ich ein bisschen kacke. Jetzt hat man hier gelb. Hier sind wir auch. Oh je. Ja klar, jetzt haust du mich noch hin. Sehr schön. So macht man das. So macht man das. Ich habe nicht mal die Mindestpunktzahl erreicht. So ein Rotz. Komm mal, 70%, weißt du? Wir müssen ja nur 70% machen. Oh. Jetzt haben wir schon fast 30%. So, das war schon mal ein bisschen besser. Der Anfang war nicht so gut. So. Oh, 81. Sehr schön. Und mich haut es noch hin. Na, super. Aber, ja, doch. Haben wir das zumindest mal hier auf 3 Sterne gemacht. Hat sich zumindest ein bisschen gelohnt. Angel Stadium of Anaheim is ready for the season opening round of Monster Energy AMA Supercross, an FIM World Championship. Hi everyone, Ralph Shaheen here with the 5-time Supercross champ Ricky Carmichael. The riders are about to head out onto the track for today's qualifying session. Ricky, this is a pressure-packed part of the program for the racer. Yes, Ralph. Riders and mechanics are introducing the last changes to the bikes before starting the session. These are decisive moments. Only the fastest will be able to continue on to the next stages. Ja, und hier sind wir in Anaheim im ersten Rennen, beziehungsweise erstmal Qualifying von 9 hier in der 250 West. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier schon gefahren sind. Aber ich glaube, das war in der Rookies-Meisterschaft. Deshalb habe ich mir so gedacht, hä, war ich hier eigentlich nicht schon? Oh, doch, okay. Fliege erstmal fast gegen den Pfosten. Natürlich auch nice. Alter. So richtig Gas gegeben. Ja, guck mal, die da schon Sprünge. Also bis auf die Kurven jetzt. Fühlen sich eigentlich ganz gut an. Es kann auch ein bisschen sein, dass jetzt hier dieses Gillen noch ein bisschen sich verbessert hat. Oder durch meine Pause ich einfach Anfängerglück mal wieder habe. Auch wenn es mich hier auf die Schnauze haut. Okay, ja, die Sprünge sind jetzt natürlich noch nicht so genial, weil halt auch gerade wir nicht auf einer guten Geschwindigkeit waren. Aber das Waschbrett kommen jetzt auch gar nicht so geil. Okay, hier springe ich ein bisschen raus. Na toll. Oh je. Erstmal eine Einführungsrunde.
Das wird ja hier echt mal super. Warum hier zum Beispiel wieder? Lief das doch eigentlich ganz gut. Aber irgendwie hier auf dem Waschbrett. Ich weiß, dass man sich zurücklehnen muss, aber irgendwie funktioniert es nicht so geil. Aber irgendwie, ich glaube, einfach die Geschwindigkeit nicht so gut. So, oh, hier ein Drift noch hin. Will ich den Sprung hier schaffen? Schaffen das die anderen auch? So, Platz 17. Bei so einer Kackrunde kann es ja fast nur sein, dass die hinter mir noch keine Runde gefahren sind. Also, das kann ich mir als einziges hier denken. Dass die halt wirklich nicht gefahren sind. So, ah, den Sprung schaffe ich ja leider. Oh, jetzt haut es mich schon wieder hin, hey. Gibt's ja gar nicht. So, dafür haben wir den letzten Sprung noch einigermaßen hinbekommen. Irgendwie komme ich hier gerade mega kacke rüber übers Waschbrett. Das kann ja was werden. Der Rest dann auch nicht. Ja, es drückt mich hier zur Seite. Ah, der letzte Sprung war halt auch ein bisschen blöd in die Kurve rein. Und da gibt es wieder so Passagen, wo ich richtig gut bin. Verstehe es echt nicht. Weißt. Aber guck mal, wir fahren auch relativ langsam rüber. Bin irgendwie noch anderes gewohnt. Erstmal die Umstellung natürlich von Teil 3 auf Teil 4. Und dann natürlich, damals sind wir dann noch mit der 450er gefahren. Das ist halt nochmal ein bisschen was anderes. Ah, die kriegen den Sprung dahin. Jetzt bin ich schon 19. Guck mal hier, wie geil es sich anfühlt einfach. Ja gar nicht. Und dann verkacke ich wieder voll. Ah, das war leider nicht so schön, aber solange es mich nicht großartig hinhaut oder so, könnte das ja doch ein ganz guter Run hier werden. Wie gesagt, ich muss ja nicht unbedingt auf 1. Ach, come on. Komm, jetzt haben wir so schön gestartet. Ich wollte schon sagen, wieso komme ich nicht so gut übers Waschbrett? Das ging einigermaßen, aber der Oldenburg hat mich doch so ein bisschen eingeholt. Jetzt habe ich hier gerade ein bisschen eine blöde Geschwindigkeit. So, ja. Hier ganz knapp noch rübergekommen. Hat immer noch das Gefühl, dass ich irgendwie vor allem auch in den Kurven nicht so mega gut durchkomme. Dass mir da immer noch so ein bisschen der Skill fehlt aus dem Skillbaum. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ah, das hat sich gut angefühlt. Vor allem, guck mal, auf Platz 17 fast eine Sekunde. Natürlich auch übel. Jetzt bin ich plötzlich Elfter. Okay. Das war irgendwie, hat es noch. Irgendwie kommt es ein bisschen später. Ja, aber da hast du mir noch von der Vorrunde das angezeigt. Wieso nicht dann gleich direkt die nächste Runde? Sehr seltsam. Wollte ich nämlich schade sagen. Eigentlich so schlecht war ich doch gar nicht, dass ich mich gar nicht besser... Okay, die Runde wird nix. Die Frage, ob ich mit 11 zufrieden bin. Aber eigentlich, das Problem ist halt, ich komme halt auch noch nicht so gut klar. Das heißt, im Rennen werde ich dann eher voll verkacken. Dann ist ja egal, ob ich jetzt von Platz 10 starte, von Platz 1 oder von Platz 20. So wie ich jetzt fahre. Hier komme ich immer gut durch. Bis auf ein, zwei Mal. Weiß auch nicht, wieso ich über die Waschbretter nicht rüberkomme. Findest du, die zweite Hälfte von der Runde war ich jetzt ganz okay, ja, aber der Rest war halt ein bisschen kacke. Saubere Runde. Alter, okay, jetzt haust du mich hin. Das ist halt ein bisschen mies, weil ich jetzt quasi schon die nächste ganze Runde verkackt habe. So, start mal ein bisschen anders. Guck mal, Alter, ich lenke hier wie nochmal was. Ich komme hier gar nicht um die Kurve rum. Guck mal hier. Und so schnell war ich jetzt eigentlich auch nicht.
Oh, das war... Uiuiui, das war... Hinterradbremse ein bisschen zu krass. Aber irgendwie schaffe ich jetzt hier auch die Sprünge nicht so, wie sie sonst war. Alter, geh weg. Blödes Ding da. Ah, jetzt hat mir hier so ein bisschen der Schwung gefehlt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man so mit der Hinterradbremse fährt. Ah, hier, ja, okay. Hier hatte ich jetzt ein bisschen Schiss, muss ich ehrlich zugeben. Aber es könnte durchaus sein, dass ich da vielleicht ab und zu die Hinterradbremse nutzen sollte. So mit Absicht, dass ich so einen leichten Drift reinbekomme, weil ich eben irgendwie mich noch nicht so weit reinlegen kann. Hier dann so, dann kommen wir so ein bisschen schneller rum, kommen ein bisschen schneller ins Waschbrett, auch wenn es am Ende nicht so geil ist. Okay, hier habe ich jetzt ein bisschen zu wenig Gas, zu viel vom Gas. Dann will ich jetzt nicht unbedingt mit Vollgas rüber. Immer so ein Drift. Alter, ich schaffe den Sprung hier. Gibt's ja gar nicht. Ey, der driftet zu mega. Also, man darf auch nicht übertreiben. Muss man so ein bisschen aufpassen. Ah, verdammt. Einen Sprung habe ich gerade nicht landen können. Ui. Ah, hier halt auch wieder so ein bisschen blöd. Und jetzt voll auf die Spitze. Come on. Ja, ich weiß, eigentlich ist es für mich gar nicht so ein guter Run gewesen, aber weiß nicht. Ah, ich bin so 10 geworden noch. Ich komme da nicht rum. Das gibt's ja nicht. Diese ganzen engen Kurven sind ganz schön mies. Ach, die fahren erst hier und dann springen sie. Ich bin immer nach außen. Ja, das könnte ein bisschen besser sein, wenn man das so fährt. So, uiui. Das ist hier für krasse Musik. Alter, der eine gerade jetzt neben ihn gehauen. Hier darf ich nicht so weit springen, das ist das Problem. Schnellste Runde, trotzdem auch 10. geblieben. Ja, jetzt komme ich den Sprung nicht hinter. Ah ne, jetzt bin ich 4. geworden. Ey, mich irritiert das so. Mich irritiert das so, dass ich durch das Ziel fahre. Und dann eine Zeitangabe bekommen, aber das ist noch die Zeit von der letzten Runde. Und dann erst so ein paar Sekunden später, jetzt bin ich plötzlich 4. Das irritiert mich schon sehr. Wie viel Zeit haben wir dann eigentlich noch? Das siehst du gerade gar nicht. Eine Minute. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich jetzt so noch hier reinfahre. Ah doch, kriege ich doch eigentlich, glaube ich, noch hin. Ah, das war jetzt... Ja, toll. Soweit kann ich jetzt nicht zurückspulen. Weil hier sollte ich natürlich schön hinkommen. Ah, okay, jetzt ist schon der Autopilot. Ah, ist jetzt aber fast zu weit. Der Sprung gewesen. Na, jetzt kriege ich den hier nicht hin. Dann brauche ich es eigentlich gar nicht. Ja, brauche ich schon mal hier gar nicht probieren, wenn ich schon mal so anfange. Ja, dann lassen wir das mal. The checkered flag has fallen. That will wrap up that group of qualifiers. Let's take a look at the final results from that 250 session and we can see where your favorite rider finished. Ja, ich sag's mal so, also rein so vom Qualifying-Ergebnis bin ich eigentlich relativ zufrieden. Ich meine, so die letzten Runden haben dann doch nochmal einiges gebracht. Aber trotzdem, wenn man so auf die Zeiten schaut, also bis Platz 1 ist trotzdem noch einiges, gell? So, ein paar Punkte, wir sind ein bisschen mehr gefahren. So viele Runden bin ich ja noch nie gefahren.